Was haben eine Wäscheklammer und im Sonnenlicht tanzende Staubkörner mit frühkindlicher Bildung zu tun? Was ist zu tun, wenn Kinder die pädagogischen Fachkräfte mit ihrem Verhalten herausfordern? Und welche Rezepte gibt es für einen gelungenen Übergang vom Kindergarten in die Grundschule? Antworten dazu hatten die Referentinnen des Kita-Symposiums Vom Kind aus denken am 16. März auf der Leipziger Buchmesse. Im Einführungsvortrag und den drei Workshops ging es um ein Zurück zu den Wurzeln. Darum nämlich, das Kind und seine Fähigkeiten in den Mittelpunkt zu stellen. Und darum, die Erzieherinnen als die Expertinnen für frühe Bildung zu stärken. Mir persönlich ist unbehaglich, dass heutzutage den Kindern auch so viel beigebracht werden soll, obwohl sie doch so ein Potenzial haben und viel aus sich heraus können. Ich habe begonnen mit einem Beispiel, einem kleinen Mädchen, was im Raum steht, ganz starr, Blick ins Nichts gerichtet und etwas spastisch in die Luft greift. Das ist ja zunächst mal beunruhigend, sowas zu beobachten. Und das war für die Mutter, die in den Raum gekommen ist, auch beunruhigend. So, jetzt hat die aber was sehr Kluges gemacht. Die ist nämlich zu ihrem Kind gegangen, ist in die Hocke gegangen und hat in die Richtung geguckt, wo ihr Kind hinguckt. Und dann hat sie gesehen, dass durch die Sonnenstrahlen, die in einem bestimmten Winkel in den Raum fielen, in der Luft lauter bunte Staubflöckchen tanzten. Und die hat das Kind gesehen und die hat das Kind versucht zu fangen. So, das heißt mit anderen Worten, dieses zunächst mal befremdliche Verhalten des Kindes hat durchaus einen Sinn. Und dazu wollte ich einladen, also dass man sich bemüht, den Sinn des kindlichen Verhaltens zu begreifen, auch wenn es nicht im ersten Augenblick auf der Hand liegt. Doch was, wenn das kindliche Verhalten für die Erwachsenen nicht nur schwer nachvollziehbar ist, sondern als störend und unangenehm empfunden wird? Wenn Erzieherinnen es also mit Verhaltensauffälligkeiten zu tun haben. Auch darauf gab es Antworten in Leipzig. Das ist ein Thema, was wirklich ganz, ganz viele Erzieher vor allem berührt oder beschäftigt. Und wir haben versucht, oder ich habe versucht, den anderen Blick auf diese Kinder sozusagen zu geben. Also wir sind ein sehr defizitorientiertes Land sozusagen. Also wir sehen immer ganz, ganz schnell die Defizite, die Schwierigkeiten. Und ich habe im Grunde versucht, den Erziehern den positiven Blick, ja, den ressourcenstarken Blick mitzugeben. Häufig ist es so, dass diese Kinder einfach mehr Ruhe, mehr Rückzugsmöglichkeiten, kleinere Rahmenbedingungen brauchen und mehr Aufmerksamkeit. Und das ist ganz, ganz schwierig, gerade für die Frauen hier in Sachsen zu realisieren. Und ich habe versucht, ihnen so ein Stück weit Sicherheit, Ruhe mitzugeben, damit sie einfach die Aufgabe trotzdem bewältigen können. Von Wäscheklammern, Stimmgabeln, Küchenwagen und Zahnspiegeln und ihrer Faszination für Kinder, Eltern und Erzieher berichtete die Kindheitsforscherin Donata Elschenbruch. In den Dingen, in den Alltagsgegenständen steckt ja das Wissen von nicht nur den Generationen vor uns, sondern den Jahrhunderten und Jahrtausenden vor uns. Und die Kinder müssen sich das im Zeitraffer erschließen. Das ist eine ganz enorme kognitive Leistung und Kulturleistung, dass sie wissen, was ein Reißverschluss ist, ein Regenschirm, eine Ampel, Messer und Gabel. Das sind alles ganz große Schritte und es ist uns oft gar nicht bewusst, wie viel sie da leisten in den ersten Lebensjahren. Vieles passiert natürlich einfach im Alltag unwillkürlich. Die Eltern bringen ihnen bei, dass es einen Schuh gibt für den rechten Fuß und für den linken Fuß und dass es einen Unterschied macht, ob es da an der Ampel rot oder grün ist. Einen sehr wesentlichen Unterschied. Also die Eltern sind eigentlich die ersten Bildungsbegleiter. Und man denkt jetzt oft, dass die Erziehung oder das Erzieher viel stärker sich auf so didaktische Materialien beziehen müssten. Und ich denke, dass in dem Alltagsgegenständen so viel steckt, was erschlossen werden kann, wenn man noch mal wieder nah an sie herangeht. Und das ist so ein Projekt, das ich verfolge. Also einfach den Blick dafür wieder zu schärfen, dass man nicht unbedingt didaktisches Spielzeug braucht, sondern dass es einfach sehr viel Klugheit in den Genialität, in den Dingen des täglichen Lebens steckt. Und dass die Kinder das sehr faszinierend finden. Vor allem, wenn die Erwachsenen sich eben so darauf einlassen. Also das Gespräch ist sehr wichtig, die Kinder wollen nicht nur Sachforschung betreiben, sondern es ist immer auch gleichzeitig Sozialforschung, so könnte man sagen. Ein großes Thema in den letzten Jahren, der Übergang vom Kindergarten in die Schule. Und eine Schnittstelle, an der die Kompetenzen und das Wissen der Erzieherinnen gefragt sind. Das ist eine große Entwicklungsaufgabe für viele, viele Erzieherinnen, so selbstbewusst auf der Grundlage ihrer Profession aufzutreten und zu sagen,
Der entscheidende Ort für die Entwicklung eines Kindes ist die Kindertageseinrichtung, weil hier in den ersten 6 Jahren die Grundlagen für lebenslanges Lernen gelegt werden. Für eine Grundschullehrerin kann es nichts Besseres geben, als einer Erzieherin zuzuhören. Zugehört in Leipzig haben rund 400 Erzieherinnen. Viele von ihnen nutzen die Buchmesse bereits seit Jahren für ihre Weiterbildung. Ich fahre jetzt schon das 4. Jahr mit meiner Kollegin zusammen hierher, weil uns das sehr anregt, immer wieder neue Bildungsprozesse kennenzulernen und uns hier weiterzubilden. Wir haben hier qualifizierte Ansprechpartner, wo wir wirklich neues Input für unsere Arbeit bekommen. Und dann gehe ich in die Kita zurück und wir bringen das praktisch in unser Team motivierend hinein. Im vorigen Jahr war ja der Herr Professor Dr. Ftenakis hier. Und unser Konzept hat sich in diesen Jahren auf das Naturwissenschaftliche auch umgestaltet. Wir knüpfen Kontakte mit anderen Einrichtungen, mit Vertretern von Verbänden, von Initiativen. Und es ist eine totale Bereicherung. Und eigentlich, sage ich immer, müsste es so sein, dass jedes Jahr Kolleginnen die Möglichkeit haben, hierher zu fahren. Es muss auch mal die Verbindung zu theoretischen Erkenntnissen wieder aktiviert werden, damit eben diese neuen Erkenntnisse auch in der Praxis dann ihren Platz finden. Sonst ist nämlich diese Kluft zwischen Theorie und Praxis da und wir können sie nicht überwinden. Und deshalb sind solche Besuche hier, solche Zusammentreffen sehr wichtig. Eine solche Begeisterung kann die Veranstalter, den Didakterverband, die Stadt und die Messe Leipzig nur ermuntern, die Fortbildungsveranstaltung auch in den kommenden Jahren fortzusetzen. Ich kann das natürlich nicht vorwegnehmen, ohne die Partner zu fragen, aber ich glaube, dass die Tradition sich fortsetzen wird. Wir sind sehr zufrieden, das zeigt es eben auch. Und es macht auch Spaß, mit den Partnern zu arbeiten. Und wenn man jetzt die Messe Leipzig sieht, die sich ganz klar auf die Fahne geschrieben hat, Bildung wird auch auf der Buchmesse Leipzig ein Thema sein, das immer stärker hier zu sehen und zu hören ist. Und dann, denke ich, werden wir auch im kommenden Jahr hier wieder zusammenkommen. Ich wünsche es mir auf jeden Fall.